Willkommen zurück zu einer neuen Bajaja-reichen Folge The Forest mit einem Mann, der gerne Hubschrauber in der Bajaja spielt. Nice! Apropos Hubschrauber, da hinten kommt noch so ein Viech mit vielen Beinen und so. No! Woher kommen die denn? Ich weiß Hier, es ich habe ihn nicht. angezündet, aber ich hab nur einen Bajaja-Kopf in der Hand. Au! Oh, holy shit. Okay, lenk's noch ein bisschen ab. Bin dabei, hier noch was zu basteln. Oh, Oh Gott, ist ja direkt vor oh, mir. oh, es ist. Kann Vorsicht! ich blocken? Boom! Da, was war das für ein Sound, Alter? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin wieder so hart tot. Wieso Oh schleppst Gott, du das denn war diesen Jaja-Ding. Tuba da mit dir rum? Ja, weil ich ihn nicht verlieren will. Ich will nicht, dass er despawnt. Der ist wichtig. Okay, ich glaube, es ist. Yes. Aber da hinten kommt das nächste Ding. Ja, ich muss erstmal ein paar Pfeile wieder einsammeln hier. Hack noch nicht den Tumorkopf ab, weil, ja. Damit er nicht verkommt. Oh Mann, das war Jaja-Ding. Warte. Ich werde das Vajaja-Ding vernichten. Aua! Es will mich. Vorsicht. Geh drauf. Bam! Action Hero, Mann. Oh. Hast du diesen Superman-Jump gesehen? Tänzelt, es tänzelt. Und nochmal angezündet. Jetzt ist es runtergefallen. Da unten ist schon wieder ein Krokodil. Das Krokodil ist meine geringste Sorge. Mokodil. Hier oben liegen die verbrannten Vajaja-Leichen rum. Haben wir danach endlich mal ein bisschen Ruhe? Ich meine, die Folgen bestehen ja nur aus Krieg, Mord und Totschlag. Ich will nämlich mal wieder in eine Höhle rein. Ich vermisse sie regelrecht. Ja, ich würde gerne mal irgendwas Cooles wieder looten. Ein bisschen Ja. Progress. Ja. Hab sie nochmal angeburnt. Okay, down. Oh, Gott sei Dank. Ah. Okay. Looten, ne? Ich glaube, ich ziehe mir dann auch so eine Full-Tumor-Rüstung an. Ja, ich Ich habe ja glaube, auch damit noch fange ich jetzt mal an. Tumorrüstung, ey. Sehe ich tumorig aus? Jetzt siehst du ekelhaft aus. Ah! Bist du. Du siehst aber auch schön Jetzt. aus. Kann ich auch so ein. Oh, guck Ist mal, cool. das Krokodil schmatzt an der Bajaja. Es hat an der Bajaja geschmatzt. Ekelhaftes Ding. Hier kannst du noch das mitnehmen. Kriegt noch ein Dude rum. Den können wir entköpfen. Ich will nämlich jetzt erstmal meine Beute aufhängen. Ich habe jetzt zwei Bajaja-Köpfe und einen Armsi. Armsily Jones. Haben Sie die Jones? Ich glaube, so heißen die Dinge. Armsily Jones. Gibt's im Wasser Tiere, die einen töten? Krokodile? Süßwasserhaie? Ich meine, hier so im Süßwasser, meinst du, da ist was? Keine Ahnung. Wo erstmal ein Stocken. Stocken brauche ich, um den Kopf aufzustocken. Ach, im Wasser kann ich nicht ins Inventar, oder wie? Du siehst da unten noch eh nichts in der Brühe. Wir brauchen einen Taucheranzug, weil da war ja auch eine Lampe dabei. Ja, hier ist ja hell jetzt. Alter, das sieht so ekelhaft aus, dieser Bajaja-Kopf. Sieht aus, als hätte ich mir irgendwie eine Eichel an meine Wand gehangen. Ohne Scheiß. Sieht aus wie eine Eichel. Also, oh, da hinten muss doch Warum? irgendwo ein Kopf rumliegen, ey. Naja, klar, den hole ich mir. Die hassen uns so sehr. Guck mal, wie viele Gegner die schon schicken, ey. Denkst du, die hassen uns? Denkst du das wirklich? Natürlich hassen die uns. Glaubst du, da ist echt Hass zwischen uns und den Wilden? Ich denke schon, dass sie uns nicht mehr so gut leiden können wie früher. Ih, die Leiche hier drüben stinkt ja voll. Schon Mücken und alles dran. Kroko Joe greift mich einfach an hier. Aber dafür haben wir Tumor. Ist da auch was, oder nicht? Wir haben Tumorrüstung, das ist geil. Und wir haben ihre Köpfe an der Wand hängen. Das ist ein Zeichen von. Das ist eigentlich müssten die uns dafür mögen. Weil das ist ja auch so ein Zeichen von, ey, wir haben Respekt. Brauchen wir noch Köpfe oder so? Hier liegt nämlich auch echt so ein Stinker rum. Dem könnte ich noch Ja, wenigstens wir kurz brauchen den noch, Kopf glaube ich, Köpfe. entfernen. Oben liegt halt noch der Kopf von dem einen Dude da rum. Arme und Köpfe. Es fehlen auch noch Arme.
Ui, guck mal, jetzt kann man das anzünden. Ja, aber sollen wir es nicht erst anzünden, wenn Leute kommen, oder brennt Das das kann man, immer? glaube ich, immer wieder anzünden. Hast du noch Arme? Wenn ja, dann Ja, hier kannst du gibt's jetzt noch welche. anklatschen. Haben wir hier drüben, wenn hier noch Knochen? Nee. So, ist auch fertig. Das ist doch schön. Hä? Ich habe die Leiche geworfen, sie ist einfach verschwunden. Ja, die war schon so leichig. Zu Staub zerfallen oder wie? Leichig heißt sie. Julia Leichig sucht? Oder wie? Vogel! Feder! Feder! Ich glaube, ich habe keine Stöcklis mehr. Ich würde den Kopf gerne aufspießen, aber das ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Nee, hast du einen Stock? bestimmt. Mach da Du einfach kannst einen mal. Stock dran machen. Da. Wo ist jetzt der Möwenkopf hin? Weiß ich nicht. Den Mein hier Möwkopf, platziert. da liegt Hier, auch hier, einer. hier. Hat sich getan, der wollte nicht So. mit an die Wand. Gott, was ist denn das? Dazwischen hängt noch ein Häschen. Ja, da hängt alles. Hörnchen haben wir nicht, ne? Konnten wir nicht mitnehmen vorhin. Doch, ein Hörnchen haben wir irgendwo. Irgendwo hab ich. Oh, guck mal, was ich hier machen kann. Toll, mit Knochen dran als Griff so. Kannst du dir schön snacken oder was? Ja, geil, oder? Ja, sehr bekömmliches Schimmelbein. Direkt Guck neben. mal, jetzt habe ich hier ein Schnitzel in der Hand und kämpfe mit Schnitzel. Aua, warum schlägst du mich mit dem Schnitzel? Was soll denn das? Guck mal, wie du aussiehst, ey. Sehe ich gut aus? Sehe Keine ich Ahnung, als sportlich hättest du dir aus? irgendwie so einen Dickdarmschal und. Und der Fuß, ey. Oh, da rieche ich abends dran, an der Fußkeule. Guck mal her, du. Wie riecht das? Habe ich Finger? Ich guck mal, ich habe voll die Fußnägel. Der schöne Fuß. Oh ja, wirklich. Sehr Smells bekömmlich. like fun. Smells like super fun. Ah, ich komme, ich hänge mal zwei hin. Vielleicht schmeckt's ja. Kannst ja mal später mal probieren. Kannst ja mal einen runternehmen, so einen gut getrockneten. Einen gut getrockneten Fuß. Ist das Ding hier drüben fertig? Ja. Dann zünden wir auch mal an. Hier schön alles brennt. Kann man eigentlich irgendwas reinwerfen oder brennen die einfach permanent jetzt? Das ist doch schick. Ich finde das geil. Wäre dazu geneigt, noch eine Familie aufzuhängen, weißt Ah, das hält die Boah. fern oder lockt die das an? Ich habe keine Ahnung. Na toll. Woher soll ich sowas wissen? So, hier ist noch gleich ein bisschen Fleisch fertig. Ich habe da mal drei kleine Man Keulen kann auch noch draufgelegt. eigenes Totem machen, aber ich habe keine Ahnung, wie genau das dann funktioniert. Ah, ich musste mir mal gerade eben. Kennst du das, wenn die Boxershorts auf einmal so eng werden Dich und langsam in deinen Schritt ziehen. In den Hoden ziehen quasi und dann die Bällchen voneinander trennen? Guck mal, hast du noch irgendwelche Menschenteile in dir? Ich meine, wie geht das? Was kann man da aufhängen? Weiß ich nicht, ich hätte jetzt hier zum Beispiel einen Fuß. Okay, warte mal, ich hole mal meine Füße da weg. So. Ja doch, guck. Kann ich da dran nageln? Ach, du nimmst den, du wählst den aus, dann kannst du ihn dran nageln. Ja. Guck, Stairwalker nenne ich das. Ah. Ich will hier oben noch einen dran walken. Oh, schönes Ding. The fuck? Schön, schönes Totem. Ja. Schön. Schön, dass wir. Das riecht jetzt so nach krossem Fuß, dass die Leute nicht mehr kommen. Ja, Oder sie ich hätte auch kommen erst keinen. recht. Oh, das Ich hätte große, wir dachten ja, keinen wir Bock, das hier zu sein. große Crossfuß-Festival. Gut, ziehen wir in die Welt und stocken unsere Vorräte auf, damit wir Ja, wir Abenteuer brauchen erleben können, oder? Alkohol, auf jeden Fall und so. Komm, komm, hier lang. Containern oder was? Ja, irgendwo im Süden halt. Ich wäre mal für Container. Ja, können wir ja machen. Ist ja auch im Das war Süden. mein großer Traum damals. Ich hoffe, die schrecken ab, unsere Dinger da. Und wir kommen nicht zurück und alles ist zerstört. Voller Viecher, vor allen Dingen. Ich würde da nicht hingehen. Wenn ich sowas sehen würde, wie da meine Oma und mein Opa. Brennend am Stock hängen. Nee, ja klar. Mich. Da unten rechts will Obwohl. einer Sprintwettbewerb mit uns machen. Obwohl, Ne? vielleicht hätte ich so viel Hass, dass ich dann erst recht hingehen würde. Ist da gerade Ii, einer im Meer? die eine Gummihand, die du als Panzerung benutzt, die fasst dir quasi hinten an den Arsch. Ist das bei mir Sieht das auch geil so? aus? Habe ich auch Nee, eine da ist noch nicht. Arschhand? Nee, da ist noch nicht so viel Gummi wie ich drumherum. Ich habe irgendwie mehr Gummi drum. Hier sind noch Zelte. Gibt's da Aber was? da gibt. Nee, da gibt's glaube ich nichts.
Nee, kannst du schlafen und ein Loris reinstecken. Irgendwie müsste man so ein Zelt mitnehmen können, weißt du, so eins zum Ausrollen. Was ist das denn hier für eine Box? Hier kann man wieder in eine Höhle. Wieder ein kleiner Kettenkocher. Die hängen aber auch immer wieder neue Sachen auf, die Schweine. Ne? Naja. Warum denkst du, hast du Ruhe hier? Wir sind auch super kreativ. Guck mal, da können wir noch viel lernen, was Design angeht. Der hier hat Stifte im Mund wie ein Vampir. Siehst du das? Yo. So ein Schuh hinten. Also die sind echt gut. Die sind echt gut. Ah, hier lag noch eine Soda rum, aber ansonsten... Das ist ein echter hier... Antoine, weißt du? Oh, hier ist so ein Raucherfuß, ey. Ich habe noch ein Geld gefunden. Oh, ein echter Antoine, den sie da im Wohnzimmer haben. Schöner Schimmelfuß. Darf ich mal riechen? Ja, natürlich, aber nur am dicken. Ah. richtig brauner Smell. Ich glaube, hier werden wir keine Ruhe mehr haben, denn hier oben rennen auch... Hier sind wir auch mal gewesen, weil da ist nämlich dann dieser kleine Mini-Wasserfall, wo wir uns... Normalerweise müsste doch hier hinten dann auch irgendwie unser Ding sein. Unser Flugzeug. Vielleicht genau finden wir da hier, ein bisschen Alkohol. Genau hier sind wir schon mal gewesen. Hier diesen Punkt kenne ich nämlich sehr gut. Ja, wir waren schon überall. In einer alten Episode haben wir hier mal gelebt. Wir waren schon überall. Dieses Geräusch, was er macht, wenn du blockst und direkt wieder los ist. Wo sind die waren Kinder? Waren schon überall, aber ich weiß nicht, wo das Flugzeug ist. Hier braucht man eine scheiß Karte. Wo ist die? Die ist irgendwo in der Höhle im Süden drin. In der Beach Cave. Hier wäre das Flugzeug so ungefähr. Ich meine, das ist riesengroß. Eigentlich kann man das auch gar nicht übersehen. Ja, und eigentlich liegen hunderte Meter drumherum voll viele Sachen. Genau deswegen. Hier ist ja überall eigentlich Gepäck und alles gewesen. Aber wir sind verloren im Forest. Verloren im Wald. Der Hoden wird kalt. Neue Pflanze entdeckt, habe ich eben gerade bekommen. Oh, hier habe ich was gefunden. Yucca. Ui, Yucca. What? Ich habe hier so Qualitätsbogenmunition gefunden. Was? Und hier drüben ist Tina Cross. Pfeile und Klebeband und Geld. Ja, guck mal hier. Okay, dann muss es aber auch irgendwie jetzt eine Armbrust demnächst mal geben. Weil wenn du diese Dinger hier öffnest, da ist Munition drin. Und Alkohol. Das brauchen wir alles. Noch mehr Munition. Kannst nicht mehr tragen. Ja, aber kann man die auch in seinem Bogen verwenden? Anscheinend ja. Anscheinend ja. Noch mehr Pfeile. Was geht denn hier ab? Ja, hier ist richtig viel Zeug. Und Pillen. Aber wo ist die Armbrust? Muss ja auch irgendwo eine Armbrust geben. Und die brauchen wir. Ich muss doch irgendwie... Oh nein, was soll ich mit einem blöden Tennisball? Geh weg. Oh, Snacks und Stoff überall. Hier ist so viel Shit. Oh, so geil. Viel geiler Shit. Okay, ich kann schon keine Tabletten mehr tragen. Nee, ich kann gar nichts mehr. Wie, Tabletten? Hier lagen Tabletten. Mehr. Aber Tabletten könnte ich echt brauchen. Da ist ein Reh. Ja, wir brauchen sein Fell. Stehen bleiben, Reh. Oh, hier sind richtig viele Eichhörnchen. Was ist das hier für eine liebliche Lichtung? Was ist das hier für ein wunderbarer Ort? Oh, da rennt ein nackter Mann. Was ist das hier für ein wunderbarer Ort? Ja. Ich kann mich nur wiederholen. Liebliche Ort. Da sind auch wieder Schwammerl. So kleine Pfifferlinge. Ja, ja, die braucht man für Giftpfeile und so. Kann man die eigentlich sammeln? Ich habe sie jetzt gegessen. Mir geht's erstaunlich gut. Ich habe sie einfach mal... Ich bräuchte hier mal ein Ding. Ja, Tabletten. Ich könnte echt Medizin gebrauchen, weil ich bin halb tot. Wie, warum? Dann nimm doch. Du hast da welche gefunden gerade, oder nicht? Nein, nee, eben nicht. Tabletten werden nicht geteilt aus irgendeinem Grund. Ja, aber meine sind doch wieder rausgefallen. Ja, aber ich sehe die nicht. Weil die Tasche so voll hier. Im Koffer da. Direkt am Koffer liegen die bei mir. Nee, ja, bei mir sind die nicht da. Nee.
Warte, dann muss ich dir... Wie ging das so? Gib mir einfach mal zwei Stück. Gib mir einfach mal zwei, wenn das geht. Dann kombinieren oder kannst du es mir reichen. Ich kann immer nur eins rausgeben, glaube ich. Ist auch irgendwie so umständlich gemacht. Ja, ja. Nur eins. Warte, ich gebe dir noch eins. Das ist so umständlich gemacht. Ja, schon. Ja gut, dann müssen wir jetzt aber trotzdem weiter reindippen. Das war ein schöner Ort hier. Trotz allem weiter tiefer rein. Ich meine, da hinten müssten wir jetzt eigentlich wieder an den Strand kommen. Und wir müssten vom Strand nicht unbedingt zu den Containern allein, sondern wir müssten da irgendwie noch ein bisschen weiter rüber. Weil links rüber dann. Aber Container! Ja, wir gehen jetzt erst kurz zu den Containern. Na, guck, hier waren wir schon. Ja, aber wir sind nicht zu den Containern gegangen, wir sind dann irgendwo nach links gelaufen. Nein, wir gehen jetzt zu den Containern. Weil du gesagt hast, oh, wer will schon an die Container? Ja, wir will da schon hin. Ja, ist auch voll doof. Das ist ein Dings. Lurch. Lurch-Loan. Da hinten ist ein Kaninchen. Tot. Oh nein. Dann haben wir hier diese Sportmunition. Die muss eigentlich richtig reinhauen, oder? Sportmunition muss eigentlich geilo sein. Eigentlich schon. Ich hab ein Kaninchenkopf. Ich hab ja auch ein Kaninchen erlegt. Wir sind große, starke Männer. Aber eigentlich will ich nur sein Fell. Konnte man in irgendeinen Container rein und irgendwas Spannendes finden? Ich weiß nicht, ich denke, oder? Alter, hier sind FedEx. Aha! Lieferung. Wilson! Hast du Wilson gefunden? Kann man Wilson finden? Weiß ich nicht, wäre aber geil. Da ist Computerschrott drin. Ist voll jede gut. Menge Computerschrott. Was ja auch ganz geil ist, ich bin schon voll. Was ist das denn hier für ein Kopf? Ich will keinen Kopf. Ja, das ist mein Kopf. Hier, nimm Schrott. So, Computerschrott ist auch voll. Das sag ich ja, wir sind einfach zu gut ausgerüstet. Von Alohol. Alter, was ist das hier? Hä? Ist voll die große Glasscheibe irgendwie. So eine Liste oder irgend sowas habe ich gefunden. Lieferliste. Ah, das heißt... Wäre geil, wenn wir so eine Glasscheibe mitnehmen könnten und ja, verbauen könnten, ne? Das wäre voll gut. Kann man die Pakete öffnen? Braucht man hier nicht auch wieder eine Taucherausrüstung, um an den geilen Shit zu kommen? Ich weiß nicht. Oh, hier ist so eine seltene Strandschildkröte. Die ist nicht selten. Ich habe sie mit einem Schuss erledigt. Container. Hier ist ein Container bei mir. Geheimer Unterwassercontainer. Was ist da drin? Keine Ahnung. Kommst du mit? Warte, ich gehe kurz in den anderen Container hier noch, in den gelben. Da ist nichts drin, außer Sand oder Kokain. Ich weiß es nicht. Steck deine Nase rein, kommst raus. Hier, so. Hallo. Oh. Unten ist noch ein Container. Vielleicht ist da irgendwas Geiles drin. Aber es ist super dunkel. Kettensägen-Upgrade. Jetzt wird es halt wieder super dunkel, aber wir schaffen das. Hier, der ist gelb und leuchtet. Den kann man eigentlich nicht übersehen. Und, was ist da drin? Da drin befindet sich... Nichts. Nichts. Ach, nichts ist doch drin. Langweilig. Nee, gar nichts anscheinend. Da auch nochmal reintauchen, vielleicht siehst du mehr als ich, aber ich sehe nichts. Ich hole erstmal Luft. Meine super Tumorpanzerung hier. Oh, es ist super dunkel geworden. Super, super dark. Ich sehe auch nichts. Ich muss erstmal irgendwie, wo ist denn oben jetzt? Es ist so dunkel, dass ich nicht weiß. Hoch, einfach hoch. Hoch, einfach hoch. Ja, super dark. Vielleicht sollten wir einfach eine Nacht im Container leben. Du meinst, wir sollten jetzt eine Nacht im Container leben? Ich weiß nicht. Ich hätte mir von Anfang an hier so ein schönes... So hätte man die Container schön mit integrieren können, mit Fallen. Nee, da ist ja nichts. Da ist ja kein Material und so. Ja, muss auch ein paar Meter laufen. Wir haben noch eine Rutsche und Schildkrötenpanzer. Ist so ein wenn man Seestern schlägt, gibt es ein Wassergeräusch. Jetzt nicht mehr. Was bedeutet? Nicht mehr. Mysteriös. Was denkst du, was da bei dem Berg noch ist, auf der Seite? Glaubst du, da gibt es noch irgendwas Spannendes, da wo halt der Fettsack war? Da wo der Fettsack war, da muss was Spannendes sein. Denkst du, das ist irgendwas Geiles? Guck mal,
Siehst du, ist das ein Stern oder ist da hinten ein Licht? Nee, das ist ein Stern. Ich dachte auch gerade, das wäre ein Licht, aber ich glaube, das ist ein Stern. Wieso ist mir denn jetzt auf einmal kalt? Ich muss mir mal eine Ja, du kleine musst Fackel mehr Tumor um machen. dich rumwickeln. Okay, ja, zack, Tumor anzünden, alles um einen rumwickeln. So ein warmer Tumor, den man sich um den Körper geschlungen hat, ist schon geil, ne? Ist schon nicht schlecht. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück und beim nächsten Mal gehen wir einfach in die andere Richtung. Und dann dippen wir in die nächste Höhle rein und erforschen. Aber die andere Richtung wäre dann auf dem Berg, oder? Nee, ich meine hier rüber, hier. Wo ich jetzt gerade hinlaufe. Da Bloß halt auch brennt. im Süden. Da hinten hat einer gebrannt, da war eine Fackel oder so im Ja, Wald gerade. da sind viele, die gerade rumfackeln. Oh. Wir müssen auf jeden Da ist Fall. wieder viel los. Guck, hier ist schon wieder so ein Balzruf. Naja. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie speichern. Ja, deswegen renne ich da jetzt durch und versuche sie zu ignorieren. Und hoffe, dass kein garstiges Tumorwesen Unser Haus unserer befallen Hütte. hat. Weiß man ja nie. Ja gut, die Folge ist vorbei. Ihr wisst, was jetzt aber noch eure Aufgabe ist. Das Wichtigste überhaupt. Zieht euch eine Rüstung aus anderen Menschen an. Das müsst ihr unbedingt machen. Das ist Überlebenstipp Nummer 1. Den gebe ich an euch. Ich habe ihren Totem Nein. zerstört. Ihr müsst bewerten. Schnell. Wir müssen auch immer noch unsere Bank fertig bauen. Da fehlen noch 5 Stämme und 4 Ja, Rehfell-Dinger. aber Reh würde ich halt lieber nutzen, um mir einen Winteranzug zu bauen, ne? Ja, klar. Wir müssen einfach mehr jagen. Einfach mehr jagen. Mehr alles. Alles Mach mal mehr, mehr. okay. Mach mal mehr. Wo ist mehr? Wann Wo mehr? bleibt mehr? Ja, dann mehr Bewertung. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und.